ob ihr eure Gegner auch mit dem plastikballoptimierten Nachfolger LSD Extra Long ärgern könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Das auf den Namen zugeschnittene Cover macht dem LSD Extra Long alle Ehre. Der Preis für den Langloppenbelag aus dem Haus der Materialspezialist liegt bei etwa 38 Euro. Die langen Noppen, die über leicht geriffelte und relativ griffige Noppenköpfe verfügen, liegen auf einem transparenten, dünnen, mittelharten Untergummi. Die Noppen knicken beim leichten Drüberstreichen relativ schnell um. Neben der OX-Variante zeigen wir euch im Laufe des Videos auch ein paar Bälle mit der 1,0 mm starken Schwammversion. Schon bei den ersten Schlägen zeigt sich, dass der LSD Extra Long ein hohes Schnittpotenzial an den Tag legt. Das hier verwendete Defensivholz The Wall scheint dabei gut mit dem Langdoppenbelag zu harmonieren. Vor allem die relativ niedrige Geschwindigkeit des Holzes macht sich unserer Meinung nach positiv bemerkbar. Unsere Empfehlung wäre es demnach, ein eher langsames Holz zu verwenden. Tischnah gespielt muss man sich als Gegenspieler auf schwer berechenbare Flugkurven einstellen. Druckschupf, Konter, Seitwischer, Liftblock, alles keine wirklich einfachen Schläge, doch wenn sie kommen, führen sie beim Gegner meistens zu scheinbar einfachen Fehlern. Zu den Paradeschlägen des LSD Extra Long dürfte auf jeden Fall der Hackblock zählen, der eine solide Portion Unterschnitt erzeugt, was man hier anhand des zurückspringenden Balles gut erkennen kann. Generell fiel uns auf, dass man die Bälle mit der Noppe sehr früh über dem Tisch nehmen kann. In der langen Abwehr generiert der Extra Long ein hohes Maß an Unterschnitt. Dabei sorgen zudem auch die speziellen Flugbahnen dafür, dass der Ball irgendwie doch noch auf die Grundlinie des Tisches fällt, obwohl man als Gegner den Eindruck hat, dass die Bälle über den Tisch hinausfliegen würden. Auffällig ist, dass man beim Sensen richtig hart in die Bälle reingehen muss. Dabei spürt man zudem, wie die Noppen umknicken. Mit dem richtigen Winkel ist dabei ein sehr flacher Ballabsprung bei geringer Streuung möglich. Mit dem nötigen Händchen entwickelt sich der Extra Long auch offensiv gespielt zu einer soliden Störwaffe. Gerade in Kombination mit Tempowechseln und Platzierung, wie zum Beispiel bei überraschend eingestreuten Stoppbällen, werden die Bälle für den Gegner sehr unangenehm und gefährlich. Thank you.
Allerdings muss der Schlagwinkel hierfür wirklich perfekt sein. Auch wenn es bei uns im Video nicht ganz danach aussieht. Generell fühlt man sich mit dem Extra Long in der Defensive doch etwas wohler. Mit der 1,0 mm starken Schwammversion spielt sich der Extra Long leicht katapultig und bietet dadurch in erster Linie bessere Offensivoptionen als die schwammlose Variante. Das sorgt auf der einen Seite jedoch für ungefährlichere Störbälle am Tisch, bietet aber in der langen Abwehr nochmals eine Stufe mehr an Unterschnitt. Unserer Meinung nach spielen sich die beiden Varianten fast wie zwei unterschiedliche Belege. Zusammenfassend kommen wir zu dem Fazit, dass der Extra Long eine gelungene Weiterentwicklung des LSD ist, die sich unserer Meinung nach wie eine Mischung aus selbigem und dem Kamikaze spielt. Auch wenn er seine ganze Stärke erst mit dem gewissen Händchen entwickelt, dürfte er das Potenzial haben, sich zu einer äußerst variabel einsetzbaren und gefährlichen Störnoppe zu entwickeln.